Die beiden Weltkriege haben natürlich auch im Vorarlberg tiefe Spuren hinterlassen. Nach dem Ersten Weltkrieg war es vor allem zum ersten Mal eine massenhafte Traumatisierung von Männern, die aus dem Krieg zurückgekommen sind und die vor allem auch mit der Tatsache fertig werden mussten, dass sie für ein Reich und für Kaiser und Vaterland gekämpft hatten, dass es bei ihrer Heimkunft nicht mehr gab. Es gab weder den Kaiser und die Kriegsziele, die also ausgegeben worden waren, sind ja alle nicht erzielt worden und sie haben sich wiedergefunden in einem neuen Österreich, das ein kleines Österreich war und das keine Bedeutung mehr hatte. Und es tritt etwas ein, was in dieser Form es bisher noch nicht gegeben hatte, dass nämlich auf der einen Seite die meisten Soldaten froh waren, dass sie wieder zu Hause waren, dass sie auch in der Heimat sehr ehrenvoll und sehr würdig empfangen worden waren, dass auf der anderen Seite aber gerade ausgehend von Offizieren des Krieges, dass die versucht haben, in den 20er Jahren auch wieder die Ehre des Militärs, das sehr gelitten hatte durch die Erfahrungen der Soldaten, die ja von den eigenen Offizieren zum Teil mehr schikaniert worden waren als in Kriegsgefangenenlager vom Gegner, dass die Offiziere versucht haben, das Bild des Krieges wieder umzudrehen, dass sie ein Bild geschaffen haben, dass das Militär ja offiziell den Krieg nicht verloren habe, sondern dass die Bevölkerung, weil sie nicht mehr genug geduldet hat, weil sie mehr zu essen verlangt hat, dass die Bevölkerung an sich den Krieg verloren habe. Diese sogenannte Dolchstoßlegende ist in den 20er Jahren wieder forciert worden und im Zusammenhang mit dieser Rehabilitierung des Militärs sind auch die Kriegerdenkmäler zu sehen. Es ist nämlich ein ganzer Kult an Kriegerdenkmälern entstanden. In allen Dörfern hat man gesammelt und hat geschaut, ob man Sponsoren sozusagen findet, die hier mitzahlen. Und es ist also eine Form der Kriegerehrung, dass die für das Vaterland gestorben seien. Es gibt Kriegerdenkmäler, wo oben steht sogar, sie sind für eine friedliche Welt gestorben, was natürlich in dieser Form auch nicht stimmt. Und es ist der Gedanke des Opfers, dass sie sich für Heimat, für Frauen, für ihre Kinder und so weiter draußen geopfert hätten. Das ist das eine. Das zweite sind die Erfahrungen natürlich mit Russland. Es waren ja Tausende von Vorarlbergern, waren auch in russischer Kriegsgefangenschaft, länger oder kürzer, und sind im Prinzip oft als andere Menschen zurückgekommen. Sie sind zurückgekommen als sehr beschädigt, psychisch beschädigt. Sie sind zurückgekommen krank oder sie sind zurückgekommen auch mit einer anderen Vorstellung von Russland. Und sie konnten also, sie haben in Russland tatsächlich auch gute Zeiten erlebt, vor allem diejenigen, die nicht mehr nur in Gefangenenlagern waren, sondern die bei russischen Bauern gearbeitet haben. Die haben zum Teil ein positives Russlandbild mitgebracht, das in der Heimat gar nicht gerne gesehen worden ist, weil man ja ab dem Jahre 1918 mit Russland Bolschewismus und Kommunismus in Zusammenhang gebracht hat und nichts Positives. Also die Soldaten, die zurückgekommen sind aus dem Krieg, haben hier eine sehr zwiespältige Situation vorgefunden. Sie haben gelitten für etwas, das es nicht mehr gab und für etwas, für das sie in Wirklichkeit nicht toleriert werden konnten. Also die alte Welt, die untergegangen war. Und ganz ähnlich war es für die Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Die mussten auch im Jahre 1945 feststellen, dass sie den Kopf hingehalten hatten und dass sie hineingezwungen worden waren oder mit Begeisterung gegangen waren in einen Krieg für ein Regime, von dem man nach 1945 gewusst hat, dass es ein Unrechtsregime war, dass der Krieg ein ungerechter war, dass es kein Verteidigungskrieg, sondern ein reiner Angriffskrieg war, der über ganz Europa ausgebreitet worden ist, dass sie dabei waren, zum Teil bei Erschießungen jüdischer Bevölkerungsteile im Osten, was sie aber hier nach dem Krieg nicht mehr zugeben durften. Aber sie mussten auch wieder mit ihren Erlebnissen, die zum Teil schreckliche Erlebnisse und traumatische Erlebnisse waren, mit dem mussten sie nach 1945 leben und auch wieder mit dem Bewusstsein, dass das, wofür sie gekämpft hatten, keine gerechte Sache war. Und das war ein schwieriger Start. Und was natürlich auch im Vorarlberg sehr wesentlich war, das war die Situation der Frauen, die nach beiden Kriegen wieder dorthin gedrängt worden sind, wo sie vorher waren, ins Heim, ins Haus und an den Herd. Während sie in den Kriegszeiten natürlich
Arbeiten hatten übernehmen müssen, die sogenannte Männerarbeit war, wo man sie aber nicht mehr haben wollte, weil man ja die Arbeitsplätze wieder für die Männer, die zurückgekommen waren von der Front, tatsächlich gebraucht hat. Also die Situation der Frauen war tatsächlich zweimal eine Situation, dass sie hereingeholt worden waren in den Arbeitsmarkt und dass sie nach den Friedensschlüssen und nach der Rückkehr der Männer tatsächlich wieder dorthin zurückgedrängt worden sind, wo sie vorher massiv herausgeholt worden waren.